In Hamburg ist etwas zum Vorschein gekommen, das gerne weggeschoben wird. Ein nämlich doch ganz schön weit verbreitetes Gefühl, dass es schon irgendwie in Ordnung ist, mal ordentlich auf den Staat draufzuhauen. Deutlich zu spüren bekamen das vor allem die über 20.000 Polizisten, die in der Stadt waren. Man wollte nicht mit ihnen tauschen. Sich dieser entfesselten Gewalt zu stellen, war schon eine Herausforderung. Aber gerade weil es um die Durchsetzung von Recht geht, ist es wichtig, dass diejenigen, die das Recht schützen, sich selbst auch daran halten. Und deshalb gehört es zum ganzen Bild dieses G20-Gipfels dazu, auch über Polizisten zu berichten, die die Beherrschung verloren haben. Viele Polizisten benahmen sich vorbildlich, trotz der hohen Belastung. Doch vom G20-Gipfel gibt es auch diese Bilder. Videos von prügelnden Beamten, die Fragen aufwerfen. Sie ist vermutliches Opfer, Lola Diaz, Tänzerin. Jetzt, nach G20, ist es mit dem Tanzen erstmal vorbei. Mit einer Gruppe von Straßenmusikern hatte sie an den Protesten teilgenommen, mit Soundsystem im Leiterwagen. Eigentlich ist das unsere Art und Weise von Demonstrieren. Also immer durch die Musik und durch bunte Klamotten. Samstagabend. An dieser Ecke im Schanzenviertel treten die 8 Straßenmusiker auf. Schnell sammeln sich Zuhörer an. Die Nerven der Polizei liegen jetzt, kurz vor dem Ende des Gipfels, offenbar blank. Kaum hatte man die Lage unter Kontrolle, entsteht hier schon wieder eine Ansammlung. Lola erzählt, dass die Beamten zielsicher mit Schlagstöcken auf die Gruppe losgegangen seien. Bilder vom Angriff gibt es nicht, aber Zeugen bestätigen den heftigen Schlag auf ihr Bein. Sie haben mit einem Schlagstock mein Bein gebrochen. Sie haben einfach nur einen Schlag gebraucht, um mein Bein kaputt zu machen. Sie und ihre Freunde hätten nicht provoziert, berichtet Lola, und nichts Verbotenes gemacht. Wenn sie uns gesagt hätten, dass wir die Musik ausmachen sollten, hätten wir das einfach gemacht. Also die haben uns mit uns gar nicht kommuniziert und deswegen, wir haben überhaupt nicht erwartet, dass sie sowas machen. Warum haben die Polizisten nicht kommuniziert? Waren sie vom Einsatz übermüdet? Ein Video legt das fast schon nahe. Ein Demonstrant blockiert eine Kreuzung, indem er sich immer wieder vor die Einsatzwagen stellt. Beim dritten Mal verliert ein Polizist offenbar die Nerven. Ein Faustschlag ins Gesicht. Wir müssen sehen, dass es auch in der Polizei Dynamiken gegeben hat, die mit Rechtsstaat wenig zu tun haben. Und wenn ich das Video betrachte, in dem ein Polizist aus dem Auto aussteigt und einen, der das Auto blockiert, mit einem gezielten Faustschlag niederstreckt, dann hat er das nicht in der Polizeischule gelernt. Freitagnacht, Krawalle im Schanzenviertel. Stundenlang halten die Demonstranten diese Straße besetzt. Dann endlich gewinnt die Polizei wieder Oberhand. Wer jetzt noch im Weg steht, scheint automatisch als Gegner zu gelten, auch normale Bewohner des Viertels. Ein Fernsehteam filmte zufällig, wie Polizisten auf Frank Björnsson einschlugen. Björnsson wohnt hier. Am warmen Freitagabend hatten Nachbarn eine Bank vor die Tür gestellt, um ein Bier zu trinken. Ich sagte noch zu dem einen Polizeibeamten, wir sind Anwohner. Dann sagte er noch, ist mir doch scheißegal. Und dann hatte ich aber schon Pfefferspray im Gesicht. Und die haben auf uns eingeprügelt. Ich finde das unglaublich, wie Polizeikräfte, also wie sich so ein Polizeieinsatz so verselbstständigt, dass auf Leute eingeprügelt wird, die schlichtweg nichts gemacht haben. War das so? Die Polizei will sich zu den Angriffen auf die Tänzerin und den Anwohnern nicht äußern. Gewalt von Polizisten gegen Demonstranten und Anwohner. Auch das ist Teil der Geschichte dieses G20-Gipfels. Inzwischen gibt es mehr als 40 Strafanzeigen gegen Polizisten, die meisten wegen Körperverletzung. Hätte es die ausufernden Krawalle in der Schanze nicht gegeben, hätte die Wucht dieser Bilder nicht alles zugedeckt, dann würde heute auch mehr darüber diskutiert werden. So aber gaben die Ausschreitungen der Politik den willkommenen Anlass, die Einzigartigkeit dieses Geschehens hervorzuheben.
Sowas haben wir auch noch nicht erlebt, diese Qualität hatten wir noch nicht. Wir haben Dinge gesehen, die hat es in Deutschland noch nie gegeben. Hat es meines Wissens nach noch nie in Deutschland gegeben. Hat es in diesem Ausmaß in Hamburg und anderen deutschen Städten noch nicht gegeben. Noch nicht gegeben. Die Botschaft hinter diesen Aussagen ist ja klar. Die Ausschreitungen in Hamburg waren in ihrer Dimension so neu und so außergewöhnlich, dass man sie gar nicht hätte vorhersehen können. Geschweige denn verhindern. Noch nie dagewesen. Also, wer das behauptet, ist entweder zu jung oder zu vergesslich. Etwa 1981 in Brockdorf, als 100.000 gegen das geplante Atomkraftwerk demonstrieren. Oder 1995 die sogenannten Chaostage. Tausende Punks treffen sich in Hannover und liefern sich tagelang Straßenschlachten mit der Polizei. Mich verwundert manchmal, dass es so etwas gibt wie einen institutionellen Gedächtnisverlust. Also dass man so tut, als habe das noch nie gegeben. Wenn man die Bilder analysiert und das Ausmaß zur Kenntnis nimmt, dann bleibt, glaube ich, für diese Argumentation, es wird qualitativ oder quantitativ schlimmer, wenig Raum. Und doch behaupten Politiker immer wieder, in Hamburg habe es eine neue Dimension der Gewalt gegeben. Diese Geschichte, dass Militante aus dem Ausland auf Dächer steigen und von oben Sicherheitskräfte attackieren, das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Militante, die auf Dächer steigen und von oben die Sicherheitskräfte attackieren, gab es immer wieder. Etwa in der Mainzer Straße 1990 in Berlin. Die Polizei räumt besetzte Häuser und die Gewalt eskaliert. Nicht nur Pflastersteine wurden von den Dächern geworfen, es wurde regelrecht mit Molotow-Cocktails und anderen Brandsätzen gefeuert. Einige explodierten inmitten der Hundertschaften der Polizei. Die aufgefahrenen Wasserwerfer konnten kaum etwas dagegen ausrichten. Es gibt eine ganz breite Geschichte der Protestbewegung. Und jetzt wacht man gewissermaßen wieder einmal völlig jungfräulich auf und denkt, huch, da ist zum ersten Mal so etwas passiert. Das ist natürlich völliger Unsinn. Also ich habe so das Gefühl, dass sowohl die Medienlandschaft als auch die politische Kommunikation sehr hysterisierungsbereit ist. Hysterie bei den Medien, Wahlkampf bei der Politik, eine gefährliche Mischung. Schnell geht es nicht mehr um die Fakten, sondern den persönlichen Nutzen der Wahlkämpfer. Peter Altmaier twitterte etwa: Linksextremer Terror in Hamburg war widerwärtig und so schlimm wie Terror von Rechtsextremen und Islamisten. Wenn so eine linke Saubande marodierend durch Hamburg wütet, dann müssen wir jetzt erstmal den Kampf gegen den Linksextremismus in unserem Land deutlich verstärken. Was haben wir eigentlich für eine politische Kultur, wenn jedes Ereignis sofort als etwas verstanden wird, mit dem ich etwas machen kann, aus dem ich Kapital schlagen kann? Ein medialer Aufruf zur Treibjagd nach linken Gewalttätern in der Bild. Vom Innenminister gibt es statt Kritik sogar noch warme Worte. Die Polizei hat selbst die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe gebeten. Und wenn Medien dazu einen Beitrag leisten, in Würde und Anstand, habe ich nichts dagegen. Wenn wir es etwas martialisch ausdrücken, dann könnte man sagen, die Schlacht ist jetzt geschlagen, aber der Kampf, der ideologische Kampf, beginnt jetzt erst. Und so versucht jetzt jede Gruppe, Profit aus diesem Gipfel zu schlagen. Die Konservativen können endlich wieder mit breiter Brust behaupten, die linke Gewalt wäre unterschätzt. Die Bayern können den Hamburgern erklären, wie man mit so einer Saubande am besten umzugehen habe. Die Autonomen feiern sich, weil sie mit ihren Krawallen die Schlagzeilen bestimmt haben. Die Ängstlichen sehen sich in ihrem Gefühl bestätigt, der Staat könne sie ohnehin nicht beschützen. Und die tausenden Schaulustigen hatten das Event des Jahres. Mit ehrlicher und konstruktiver Aufarbeitung hat all das nichts zu tun. Sie finden übrigens zu unseren Beiträgen heute noch eine Menge mehr bei uns im Netz, etwa die Interviews mit Autonomen, Sympathisanten, mit Opfern, Bewertern und weitere Videos zu Tätergruppen. Alles unter panorama.de und gerne zur Diskussion bei uns auf Facebook.